أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saat, ein Koran mit der Ermahnung. Die, die aber ungläubig sind, verharren in falschem Stolz und Feindseligkeit. Wie oft ließen wir so manches Geschlecht schon vor ihnen zugrunde gehen, sie schrien, als keine Zeit mehr zum Entrinnen war. Und sie wundern sich, dass ein Warner aus ihrer Mitte zu ihnen gekommen ist, und die Ungläubigen sagen, das ist ein Zauberer, ein Lügner. Macht er die Götter zu einem einzigen Gott? Dies ist wahrlich ein wunderbares Ding. Und die Vornehmen unter ihnen liefen davon und sagten, geht und haltet an euren Göttern fest. Das ist es, was man beabsichtigt. Wir haben hiervon nie etwas in der früheren Religion gehört. Dies ist nichts als eine Dichtung. Ist die Ermahnung unter uns nur zu ihm allein gekommen? Nein, sie hegen Zweifel über meine Ermahnung. Nein, sie haben meine Strafe nicht gekostet. Besitzen sie etwa die Schätze der Barmherzigkeit deines Herrn, des Allmächtigen, des Gabenverleihers? Oder gehört ihnen das Königreich der Himmel und der Erde und dessen, was zwischen beiden ist? Mögen sie nur weiter Mittel und Wege gegen mich ersinnen. Eine Heerschar der Verbündeten wird in die Flucht geschlagen werden. Vor ihnen haben schon geleugnet das Volk Noahs und die Art und Pharao mit den bodenfesten Bauten. Und die Talmud und das Volk Lots und die Bewohner des Waldes. Diese waren die Verbündeten. Ein jeder hatte die Gesandten der Lüge bezichtigt, darum war meine Strafe fällig gewesen. Und diese erwarteten nichts als einen einzigen Schrei, für den es keinen Aufschub gibt. Und sie sagten, unser Herr, beschleunige unseren Teil der Strafe vor dem Tage der Abrechnung. Ertrage in Geduld, was sie reden, und gedenke unseres Dieners David, des Kraftvollen. Er war gehorsam. Wahrlich, wir machten ihm die Berge dienstbar, um mit ihm am Abend und beim Sonnenaufgang Allah zu lobpreisen. Und die Vögel in Scharen, alle waren sie ihm gehorsam. Und wir festigten sein Königreich und gaben ihm Weisheit und ein unwiderrufliches Urteilsvermögen. Ist die Geschichte von den Streitenden auch zu dir gelangt? Wie sie über die Mauer seines Gebetsgemachs kletterten, und wie sie bei David eindrangen und er sich vor ihnen fürchtete? Sie sagten, fürchte dich nicht, wir sind zwei Streitende, von denen einer sich gegen den anderen vergangen hat. Richte darum in Gerechtigkeit zwischen uns und handle nicht ungerecht und leite uns auf den ebenen Weg. Dieser ist mein Bruder. Er hat 99 Mutterschafe und ich habe ein einziges Mutterschaf. Dennoch sagt er, übergib es mir, und hat mich in der Rede überwunden.
Er, David, sagte: Wahrlich, er hat ein Unrecht an dir verübt, als er dein Mutterschaf zu seinen eigenen Mutterschafen hinzuverlangte. Und gewiss, viele Teilhaber vergehen sich gegeneinander, nur die sind davon ausgenommen, die glauben und gute Werke tun. Und das sind wenige. Und David merkte, dass wir ihn auf die Probe gestellt hatten. Also bat er seinen Herrn um Verzeihung und fiel betend nieder und bekehrte sich. Darum vergaben wir ihm dies. Und wahrlich, er hatte nahen Zutritt zu uns und eine heimliche Einkehr bei uns. O David, wir haben dich zu einem Nachfolger auf Erden gemacht. Richte darum zwischen den Menschen in Gerechtigkeit und folge nicht deinen persönlichen Neigungen, damit sie dich nicht vom Wege Allahs abirren lassen. Wahrlich, jenen, die von Allahs Weg abirren, wird eine strenge Strafe zuteil sein, weil sie den Tag der Abrechnung vergaßen. Und wir haben den Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, nicht sinnlos erschaffen. Das ist die Absicht derer, die ungläubig sind. Wehe denn den Ungläubigen wegen des Feuers. Oder sollen wir etwa diejenigen, die glauben und gute Werke tun, gleich denen behandeln, die Verderben auf Erden stiften? Oder sollen wir die Gottesfürchtigen wie die Unverschämten behandeln? Es ist ein Buch voll des Segens, das wir zu dir herabgesandt haben, auf das sie über seine Verse nachdenken und auf das diejenigen ermahnt werden mögen, die verständig sind. Und wir bescherten David Salomo. Er war ein vortrefflicher Diener. Stets wandte er sich zu Allah. Als vor ihn zur Abendstunde schnell trabende Rennpferde aus edelster Zucht gebracht wurden, sagte er: Ich habe die guten Dinge dieser Welt sehr lieb und habe dabei versäumt, meines Herrn zu gedenken, bis sie, die Sonne, hinter dem Horizont verborgen war. Bringt sie zu mir zurück. Dann begann er, über ihre Beine und Hälse zu streichen. Und wahrlich, wir stellten Salomo auf die Probe und wir setzten einen Leib auf seinen Thron. Dann bekehrte er. Er sagte: O mein Herr, vergib mir und gewähre mir ein Königreich, wie es keinem nach mir geziemt. Wahrlich, du bist. Darauf machten wir ihm den Wind dienstbar, auf dass er auf sein Geheiß hin sanft wehte, wohin er wollte. Und wir machten ihm die Satane, all die Erbauer und Taucher, wie auch andere, die in Fesseln aneinander gekettet waren, dienstbar. Dies ist unsere Gabe. So erweise dich als Wohltäter und sei zurückhaltend im Geben, ohne abzurechnen. Und sicher hatte er nahen Zutritt zu uns und eine herrliche Einkehr bei uns. Und gedenke unseres Dieners Hiob, als er seinen Herrn anrief: Satan hat mich berührt mit Mühsal und Pein. Stampfe mit deinem Fuß auf, hier ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Und wir schenkten ihm seine Angehörigen wieder,
und noch einmal so viele dazu von uns als Barmherzigkeit und als Ermahnung für die Verständigen. Und wir sprachen: Nimm ein Bündel in deine Hand und schlage damit und werde nicht eidbrüchig. Wahrlich, wir fanden ihn geduldig. Er war ein vortrefflicher Diener. Stets wandte er sich Allah zu. Und gedenke unseres Dieners Abraham, Isaak und Jakob, Männer von Kraft und Einsicht. Wir erwählten sie zu einem besonderen Zweck, zur Erinnerung an die Wohlstatt des Jenseits. Und wahrlich, vor uns gehören sie zu den Auserwählten, den Besten. Und gedenke Ismaels, Elias und Dhul-Kifls. Alle gehören sie zu den Besten. Dies ist eine Ermahnung. Den Rechtschaffenen wird gewiss eine herrliche Stätte der Rückkehr zuteil sein. Die Gärten von Eden, deren Tore für sie geöffnet sind. Dort werden sie zurückgelehnt ruhen. Dort werden sie Früchte in Mengen und reichlich Trank haben. Und bei ihnen werden Keusche sein, die züchtig blicken, Gefährtinnen gleichen Alters. Dies ist, was euch für den Tag der Abrechnung verheißen wurde. Wahrlich, das ist unsere Versorgung. Nie wird sie sich erschöpfen. Dies ist für die Gläubigen. Doch für die Widerspenstigen ist eine üble Stätte der Rückkehr bestimmt. Jahannam, sie werden darin schmoren, welch schlimmes Lager. Dies ist für die Ungläubigen, mögen sie es denn kosten. Siedendes Wasser und eine Trankmischung aus Blut und Eiter, und alles gleicher Art und in Vielfalt. Hier ist eine Schar, die mit euch zusammen hineingestürzt wird. Kein Willkommen sei ihnen, sie sollen im Feuer brennen. Sie werden sagen: Nein, ihr seid es, kein Willkommen sei euch, denn ihr seid es, die uns dies bereitet haben. Und welch schlimmer Ort ist das? Sie werden sagen: Unser Herr, wer immer uns dies bereitete, füge ihm die doppelte Strafe im Feuer hinzu. Und sie werden sagen: Was ist mit uns geschehen, dass wir nicht die Leute sehen, die wir zu den Bösen zu zählen pflegten? Sollte es sein, dass wir sie zu Unrecht zum Gespött gemacht haben, oder haben unsere Augen sie verfehlt? Wahrlich, das ist in der Tat ein Redestreit der Bewohner des Feuers untereinander. Sprich, ich bin nur ein Warner, und es ist kein Gott außer Allah, dem Einzigen, dem Allbezwingenden, dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was zwischen beiden ist, dem Erhabenen, dem Allverzeihenden. Sprich, es ist eine große Kunde. Ihr wendet euch jedoch davon ab. Ich hatte keine Kunde von den höheren Bewohnern, da sie untereinander stritten. Nur dies wurde mir offenbart, dass ich lediglich ein deutlicher Warner bin. Da sprach dein Herr zu den Engeln:
Es ist mein Wille, einen Menschen aus Ton zu erschaffen. Wenn ich ihn gebildet und meinen Geist in ihn eingehaucht habe, dann fallt vor ihm nieder. Da warfen sich alle Engel nieder auf Iblis. Er wandte sich hochmütig ab und war ungläubig. Er sprach: O Iblis, was hindert dich daran, dich vor etwas niederzuwerfen, das ich mit meinen Händen geschaffen habe? Bist du hochmütig oder gehörst du zu den Überheblichen? Er sagte: Ich bin besser als er. Du erschufst mich aus Feuer und ihn hast du aus Ton erschaffen. Er sprach: So geh hinaus von hier, denn du bist ein Verfluchter. Und mein Fluch soll auf dir bis zum Tage des Gerichts lasten. Er sagte: O mein Herr, gewähre mir eine Frist bis zum Tage, an dem sie auferweckt werden. Er sprach: Also wird dir die Frist gewährt bis zum Tage der vorbestimmten Zeit. Er sagte: Bei deiner Erhabenheit, ich will sie sicher alle in die Irre führen. Ausgenommen davon sind deine erwählten Diener unter ihnen. Er sprach: Dann ist dies die Wahrheit, und ich rede die Wahrheit, dass ich wahrlich Jahannam mit dir und denen, die dir folgen, insgesamt füllen werde. Sprich: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, noch bin ich einer derer, die sich etwas anmaßen. Dieser Koran ist nichts als eine Ermahnung für die Welten. Und ihr werdet sicher seine Kunde nach einer Zeit kennen.